dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem kasachischen Präsidenten Tokajew beim Tischtennis zuzusehen, ist eine Unterhaltung für sich. Sie lieferten sich am Rande des Gipfels der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien ein Match. Wer es gewann, ist nicht bekannt. Doch die Art und Weise, wie Erdogan den Schläger hielt, wird wohl unvergessen bleiben. Schon in der Vergangenheit hielt Erdogan den Schläger auf diese Art und Weise. Vielleicht ist das sein Geheimtrick, um besonders gut zu spielen.